Gut. Ach, wisst ihr was? Ich kürze ab. So oft brauchen wir Halbkehrknochen jetzt gar nicht mehr. Oh, wir sind sogar wieder hier gelandet. Und Solaire steht immer noch dort oben. Lassen wir ihn mal dort stehen. So, jetzt geht es ab zur Tochter des Chaos. Hier rasten. Hier mal kurz. Und jetzt kommt vielleicht etwas, was ich lieber vorspulen, Zeitraffer sollte, weil jetzt brauchen wir 30 Menschlichkeit insgesamt. So, oh, wir haben ja jetzt genug Menschlichkeit. So. Also hoch auf 30 Menschlichkeit gehen. Denn jetzt werden wir den Eid mit ihr eingehen. Und müssen den Eid auf die zweite Stufe bringen. Dass wir etwas Besonderes freischalten. Also nicht kein Eidgegenstand, den wir so bekommen würden von ihr. Sondern etwas viel, viel Wichtigeres. Und zwar brauchen wir insgesamt 30 Menschlichkeit dafür. Wäre schön, wenn wir das 15 Doppelmenschlichkeit hätten, dann würde das schneller gehen. Aber es geht einigermaßen. So. 15 haben wir ja schon mal. 16. 17. Ja, weil Menschlichkeit lindert ihre Schmerzen. Man sieht ja, sie ist schon ziemlich krüppelig da, wie sie da hängt zwischen den ganzen Eiern und Spinnennetzen. Die können einem schon leid tun, die Wesen aus Isolith, die Töchter des Chaos, die so verunstaltet worden sind. Also wir haben gerade mal eine einzige getroffen, und zwar Quilana, die noch in Ordnung aussieht. Quilak haben wir töten müssen, und Quilan hier, die holde Maid, ja, sieht auch nicht mehr so gesund aus. Gut. Die hat sogar auch unten ein Spinnmaul, aber das ist zu. So, wir würden gerne den Estus-Flakor verstärken. Wir haben keine Seele dafür. Wir würden denn einen Eid leisten. Jupp. So. Pyromantie, du hast den Eid geleistet. Und jetzt möchte ich Menschlichkeit darbieten. Ich wünschte, ich könnte die 30 Menschlichkeit auf einmal darbieten, aber nein. Das muss alles nacheinander geschehen. Das ist übrigens in Dark Souls 2 auch so. Wenn man Eidgegenstände abgeben will, muss man das nach und nach tun. Auch wenn man dort mittlerweile Seelenbatterien am Stück benutzen kann. So, Menschlichkeit darbieten. Mit 10 Menschlichkeit haben wir schon mal Rang 1 erreicht. Also wir sind jetzt auf Rang 0. Man startet immer auf Rang 0 bei einem Eid. So. Halt vertieft, Menschlichkeit darbieten. Und weiter Menschlichkeit darbieten. Und jetzt müssten wir den Eid schon mal vertieft haben. Und eine höhere Ebene erreicht. So, für diesen Rang kriegen wir nichts. Aber wir können weiter Menschlichkeit darbieten, um den zweiten Rang zu erreichen, den wichtigen Rang. So, auf 17, runter,
16. Und ja, ich glaube, ich werde das nicht zeitraffern, weil sonst raffere ich aus Versehen das mit dem Eid aufsteigen hoch. Also müsst ihr da jetzt kurz durch. Dürfte mich hier leiden sehen, wie ich 30 Mal dasselbe mache. Aber zum Glück müssen wir das Ganze nur ein einziges Mal machen. So. Jawohl, weiter Menschlichkeit. Und weiter Menschlichkeit. Noch 8 Mal, dann haben wir es geschafft. Ja, sie ist selber nur noch zur Hälfte ein Mensch, kann man sagen, obwohl sie irgendwie ein bisschen größer wirkt, als wir es sind. Hat auf jeden Fall einen größeren Kopf. So. Und so. Doch, Menschlichkeit darbieten. Die Sicherheitsabfrage ist mit der Zeit irgendwie nervig. Und das ständige, okay, du hast dich im Eid vertieft. Und noch 2 Mal. Und noch 1 Mal. So. Pyro-Chaos-Sturm, Eid vertieft und höhere Ebene erreicht. So, jetzt brauche ich noch einmal Menschlichkeit. Ja, wir haben mehr als genug Menschlichkeit, zum Glück. Nein, nicht um aufzusteigen, sondern um die Ausfüllung umzukehren. So. Und dann geht es jetzt ab wieder in die Dämonenruinen. Dort ist das letzte goldene Tor nämlich gewesen, das wir zu durchschreiten haben. Dumm, die dumm. Die dumm, die dumm, die dumm. So, an denen hier laufen wir alle mal wieder vorbei. Ja, der Lavastrom-Dämon. Zu dem werde ich demnächst vielleicht auch mal noch eine Special-Folge machen. Weil der wirft einige offene Fragen auf, der Lavastrom-Dämon. Aber dazu dann in der Special-Folge. So. Gut. Sind wir wieder hier unten zwischen dem ganzen Lava-Gedöns. Dumm, die dumm. Und müssen uns wieder durch die Ziegendämonen hauen. Was ja zum Glück nicht ganz so das Problem ist. Die können ja mittlerweile gar nichts mehr, nämlich. Habe ich gesagt und verliere fast meine gesamte Ausdauer von einem Schlag von denen. So. Aber mit 2 Schlägen sind sie weg. Gut. So, jetzt geht es nämlich hier runter und ich habe mich aus einem bestimmten Grund menschlich gemacht. Während wir hier runter gehen. Erstmal war gerade da oben das Speicherzeichen. So, jetzt bleiben wir hier an der Stelle am besten. Oder wir müssen gar nicht stehen bleiben, sondern einfach zurückgehen, weil wir jetzt von Kirk invasiert werden. Kirk kennen wir ja aus der Kanalisation.
So. Du bist gleich weg, ja. So, dankeschön. Gibst uns mal einen ganzen Haufen Seelen. Menschlichkeit. Und dein Schild. Falls wir das nicht schon längst haben. Gut. Wir könnten jetzt übrigens hier runter abkürzen zum Dings. Ich habe Lichtschein drin. Hallo du. Ich schieße dich mal kurz an. Und jetzt hacke ich dich weg. Komm her. Genau. Und stirb. Einer weg. Wow, die weichen viel zu weit zurück, als dass ich sie mit dem zweiten Schlag erwischen könnte. So. Einfach sterben finde ich da besser. So, und komm, komm noch ein Stück weg. So, weg mit dir. Und weg mit deinem Kumpel. Das war nichts. Ich brauche das gar nicht mehr versuchen. So. Und der letzte von der Sorte. Au, das hat mich jetzt erwischt. Macht nichts, ich habe Heilung. Ziemlich gute Heilung. Oh, ich glaube mittlerweile ist sogar der andere Talisman ja besser, weil ich jetzt auf 30 Wille hoch bin. Das sollte ich dann gleich mal gucken. So. Dumm die dumm. Zu dem Leuchtfeuer hier. Und rasten. Bodenlose Kiste. Talismane. Wir haben nämlich ja von Patches den Leidenwand-Talisman gekauft. Und ja, er ist besser. Also kommst du mal in unseren Sack. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte Ausrüstung wechseln zum Leidenwand-Talisman. So, der heilt jetzt ein bisschen mehr Leben. Und ein bisschen mehr ist immer ein bisschen besser. So, weg mit dir. Weg mit euch beiden. Weg mit dir. Ach, ist das schön, dass das One-Hits sind. Und jetzt müssen wir uns noch um den Dicken hier kümmern. So. Drei Schläge und er ist tot. Dich tue ich mal dezent ignorieren. Dich da auch. Genau, jetzt ist nämlich hier die goldene Flammenwand weg. Oh. Ja, geht mir weg mit eurem Feueratem. Und jetzt können wir entweder hier durch die Nebelwand, aber wir wollen erstmal hier runter. Ach, das könnte jetzt wehtun. Oh, nein, wir haben es geschafft. Der nächste Sprung wird wehtun. Weil ich vergessen habe, Sturzkontrolle mitzunehmen. Seele eines Ritters. Ja, das ist das Einzige, was hier oben rumliegt. Was wir einsacken können. Wir wollen aber jetzt gucken, dass wir da unten hinkommen. Wo diese komischen... Wo diese Tür ist. Diese Tür ist nämlich der Grund, warum ich mir da, ich das Ganze in Kauf genommen habe mit den Seelenopfern. So. Wow. Wow, wir sind gut gelandet. Hier auf dem Weg nach oben nämlich. Hier drüben ist nichts außer ein Haufen Gestrüpp.